Yo, was geht, Awesome Crew? Paul hier. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid zu einem neuen Workout. Freut mich, dass ihr euch wieder dazu entschieden habt, ein Workout hier zu machen, weil gerade jetzt in der Zeit ist das eine mega Leistung. Alles scheint so perspektivlos, alles ist so anstrengend, so grau und trist. Und da zu sagen, hey, ich reiß mich hier zusammen und mache ein Workout, das ist richtig awesome. Und dafür erstmal fetten Respekt, Crew. Das ist eine mentale Leistung, aber natürlich wollen wir auch was für unseren Körper tun. Wir wollen unseren Körper wieder richtig in Form bringen. Denn jeder von uns will straffe Beine. Jeder von uns will diesen knackigen Hintern und jeder von uns will einen flachen Bauch. Und genau dafür wird dieses Workout sorgen. Das Workout wird wie immer ein 40-20 Programm sein. Das heißt, wir machen 40 Sekunden lang eine Übung und 20 Sekunden Pause, in der wir wieder Energie tanken, um dann gemeinsam richtig reinzuhauen, Crew. Ich starte jetzt meinen Timer und dann geht es los. Für das Workout heute werdet ihr wieder nichts brauchen, außer euer Handtuch und die Flasche Wasser, wie gewohnt. Alright, dann starten wir unser Workout. Ich lege hier das Handtuch schon mal bereit. Unsere erste Übung wird Bridges sein, also die Brücke, um unseren Po richtig schön zu aktivieren und schön in Form zu bringen. Ich starte unseren Timer und unser Workout beginnt sofort in 5, 4, 3, 2, 1. Auf geht's, Crew! Und jetzt starten wir mit unserer Brücke. Und da geht es darum, den Po richtig schön nach oben zu bringen, ja? Und da oben richtig schön anzuspannen. Das Ganze hier kontrolliert machen. Ganz wichtig, oben richtig schön den Po zusammenquetschen, weil darauf kommt es bei dieser Übung an, hier oben, da die Spannung reinzubringen, ja? Und so hoch es geht, halten und langsam wieder runter. Und das Ganze wiederholen wir jetzt ein paar Mal. Genau. Oben richtig schön diese Kontraktion spüren, diese Anspannung spüren und wieder runterlassen. Richtig spüren, wie sich alles zusammenquetscht. Jawohl, cool. Wunderbar. Perfekt. Und das war schon die erste Übung, unsere Bridges. Jetzt machen wir kurz Pause, legen uns aber schon mal auf die Seite für unsere nächste Übung. Und zwar sind es unsere seitlichen Hüftabduktionen. Dazu winkeln wir das eine Bein hier an, strecken unsere Hüfte hier und dann wollen wir hier unser Bein anheben, okay? Also hier schön hoch. Wichtig ist, unsere Zehen zeigen nach unten auf den Boden. Und da trainieren wir jetzt unsere kleine Po-Muskulatur, die sich unter dem großen Po befindet. Die sorgt als Stützmuskulatur einfach, dass wir nicht in Fehlhaltungen kommen, ja? Und genau, deswegen ganz wichtig, diese Übung auch zu machen. Diese Hüftabduktionen. Wunderbar. Alles immer schön kontrolliert und hier richtig spüren, ja, wie sich das anspannt hier, wie das fest wird. Für unseren kleinen Glute Medius Minimus und unseren mittleren Glute Medius. Richtig schön. Oh, wunderbar. Dann wechseln wir die Seite und machen das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Genau. Und hier wieder richtig drauf achten, dass die Füße nach unten zeigen, ja. Wenn wir nach oben zeigen, kommen wir höher, aber das ist nicht das, was wir erreichen wollen. Da treffen wir eine ganz falsche Muskulatur. Okay. Füße schön nach unten. Genau. Die Zehen zeigen schön nach unten. Hier schauen, dass die Hüfte gestreckt bleibt. Sollte sich das ändern, immer wieder zurück in die Stellung kommen. Immer schön drauf achten. Kontrolliert. Ruhig. Klasse, Crew. Wunderbar. Das zieht. Ich merke hier auf der linken Seite, wenn ich besser, etwas schwächer, weil das ist schon anstrengender als auf der anderen Seite. Jawohl. Oh. Gleich haben wir es. Wunderbar. Langsam runterlassen. Und dann haben wir es schon. Perfekt. Jetzt machen wir als nächstes unsere Squat and Kicks. Das heißt, wir machen eine Kniebeuge. Und dann machen wir einen Kick dazu. Dazu stellen wir uns schon mal breitbeinig hin, schulterbreit. Füße zeigen geradeaus. Und dann gehen wir runter und Kick. Runter und, whoops, Mikro verloren. Runter und Kick. Ich mache das schnell dran, ihr macht weiter. Runter und Kick. Runter und Kick. Runter und Kick. Jawohl, cool. Runter und Kick. Sehr schön macht ihr das. Let's go, come on. Immer schön schauen, dass die Knie in die Richtung von den Zehen zeigen,
Nicht nach innen einknicken. Das ist ganz gefährlich. Wunderbar, cool. Und die letzte. Oder noch eine, come on. Wunderbar. Klasse, kurz Pause. Und dann machen wir unsere nächsten Übungen. Die Squat Jump. Das heißt, jetzt wieder die Kniebeuge, aber wir springen, okay? Und das wird richtig schön unseren Oberschenkel zum Brennen bringen. Auf geht's. Runter. Jawohl. Richtig schön spüren. Richtig schön spüren. Aus dem Po rausdrücken. Wunderbar. Wunderbar. Immer schön atmen. Und es fängt an zu brennen. Ah! Wenn es brennt, machen wir alles richtig. Das heißt, da passiert was. Genau dafür sind wir da. Ah! Komm an, Kühe. Wir packen das zusammen. Komm an, nur noch 4 Sekunden. Jawohl. Ah. Jawohl. Oh, das war ich. Ah. Oh. Sehr gut. Da machen wir jetzt unseren Reverse Lunging Kicks. Ausfallschritte nach hinten und Kick nach vorne. Auf geht's. Und Kick. Hinten. Und Kick. Wunderbar. Diese Oberschenkel richtig schön in Form bringen. Sollte die Balance verlieren, einfach einen Zwischenschritt machen. Jawohl. Komm. Gleich haben wir es. Das brennt. Irre. Oh mein Gott. Diese Beine. Ich spüre schon. Sie werden schön straff. Schön fest. Gut sammeln und dann geht's weiter. Auf der anderen Seite. Auf geht's. Sehr schön. Die auch schauen, dass die Knie in meine Richtung von den Zehen zeigen. Nicht nach innen einkriegen. Genau. Wunderbar. Sie werden wieder zu brennen. Das ist gut. Das ist gut. Immer wenn es anfängt zu brennen, sagt ihr, ja, das ist gut. Genau dafür bin ich hier. Das heißt, es funktioniert. Das heißt, mein Bein wird straff. Es wird schön fest. Ah, sehr gut. Oh, das hat schön gebrannt. Gut. Jetzt gehen wir wieder auf den Boden. Machen was für unseren Bauch. Und das werden unsere Crunches sein. Auf geht's. Komm mal. Kurz ein knackiges Workout. Ah, jawohl. Und hier Hände nach oben und hier schön aus dem Bauch rausbeugen, okay? Immer aus dem Bauch raus. Nicht aus dem Hüftbeuger, nicht den hier, sondern nur aus dem Bauch raus. Eine relativ kleine Bewegung, doch so effektiv. Komm mal. Wunderbar, komm mal. Jawohl. Spür diesen Bauch. Mit jeder Kontraktion. Wie sich da was tut. Wie sich da was regt. Jawohl. Jawohl. Klasse. Kurz ausruhen. In dieser Position. Und dann machen wir unsere Reverse Crunches. Das heißt, wir ziehen die Beine an. Die Knie an. Und hier geht es darum, das Becken zu heben, ja? Nicht mit dem Bein zu schwingen, sondern hier das Becken zu heben. Und nur diese kleine Bewegung, dass wir wirklich unseren Bauch trainieren und nicht den Hüftbeuger. Der ist bei uns allen, bei den meisten zumindest, sowieso schon sehr, sehr stark, dadurch, dass wir die ganze Zeit sitzen. Jawohl. Kopf unten lassen, nicht so wie ich gerade
weit oben. Richtig schön. Wir machen Bewegungsradius ausnutzen. Jawohl. Gleich hat es. Komm mal. Wunderbar. Klasse, Leute. Gut. Eine Übung haben wir noch, okay? Nur noch eine Übung. Und dann haben wir dieses Bauchbeine-Po-Programm überstanden. Richtig reingehauen. Und das sind unsere Planks. Okay? Nur noch normale Planks. Auf geht's, Crew. Richtig schön die Bauchspannung halten. Den Po nicht zu weit nach oben, nicht durchhängen lassen, sondern schön in der Mitte halten und die Spannung halten. Die Ellbogen befinden sich unter den Schultern. Spannung halten. Come on. Jawohl. Die Hälfte. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es. Nur noch 15 Sekunden. Seid ihr noch da? Ja? Sehr gut. Stark. Come on. Nur noch die letzten 10. Nicht mal. Ah, gleich haben wir es. 2, 1. Langsam runterlassen. Oh. Oh. Wow. Oh. Crew. Wir haben es gepackt. Ganz große Leistung. Richtig stark. Oh. Wow. Das fühlt sich gut an, oder? Das fühlt sich gut an. Zusammen haben wir reingehauen. Zusammen haben wir durchgehalten. Bis zum Schluss jetzt. Und wir fühlen uns awesome. Fühlen uns stark. Oh, richtig fetter Applaus. Das hat ihr echt spitze gemacht. Und genau. Jetzt machen wir ein paar Dehnübungen, ein paar Stretches. Ein lockeres Cooldown hier. Um wieder langsam runterzukommen. Und dann war es das schon. Wunderbar. Dann war es das von diesem 10-minütigen Bauchbeine-Po-Programm. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut. Crew, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Abonniert, klickt auf diesen Abo-Button und aktiviert diese Benachrichtigungsglocke für viele weitere Videos. Wir sehen uns im nächsten Workout, Crew. Vielen Dank, dass ihr mit mir reingehauen habt. Wir sehen uns im nächsten. Nicht vergessen, stay awesome. Und bis dann, haut rein. Peace.